Hi, ich bin Fritzi, 16 Jahre alt und ich bin gerade in Sydney, Nova Scotia, Kanada. In diesem Video erzähle ich euch ein bisschen über die Sportmöglichkeiten an meiner Schule und was man da so macht, beziehungsweise wie man in Sportteams oder Clubs kommen kann. Ich fange erstmal mit den Sportarten an, die bei uns angeboten werden. Ich kann jetzt nicht alle auflisten, weil ich nicht von allen genau weiß, wann sie sind, weil viele von den Sportarten nur saisonal sind, dementsprechend nur bis Mitte November und dann fangen neue Sportarten an. Aber es gibt auf jeden Fall Eishockey, die haben aber, glaube ich, nur ein Varsity-Team. Varsity ist sozusagen das, was schwieriger ist, wo die dann auch viele Wettkämpfe und sowas haben. Genau, also da gibt es Eishockey. Da ist aber bei uns tatsächlich keiner von den Austauschschülern drin. Oh, Katze. Ja, hier ist die Katze. Bei uns ist kein Austauschschüler im Eishockey, aber ja. Dann gibt es noch sowas, es gibt Basketball für Jungs und Mädchen. Viele von den Sportarten sind sozusagen getrennt. Dann gibt es Volleyball, das gibt es bei uns nur für Mädchen, aber es soll bald auch für Jungs, glaube ich, ein Volleyballteam geben. Dann gibt es ja Fußball und Football, aber Football haben sie bisher, glaube ich, auch nur ein Jungsteam. Genau. Ja, das sind sozusagen erstmal so die Hauptsport und sie haben noch Baseball. Das habe ich vergessen. Da weiß ich aber nicht genau, wie das ist. Und ich glaube, es gibt auch noch Golf. Das haben aber irgendwie nur so 10 Leute und ich weiß nicht genau, wie das da abläuft. Aber ja, und das sind sozusagen die, wo man zu den Tryouts gehen muss, wo es meistens einmal Varsity gibt und dann Junior Varsity. Das ist sozusagen auch mit Wettkämpfen, aber eher weniger und es ist halt weniger gut. Das ist sozusagen für die jüngeren Leute oder die noch nicht so gut sind, aber besser werden können und eventuell irgendwann mal in Varsity kommen können. Ich bin im Volleyball Junior Varsity Team. Ich habe zwar für das Varsity Team, war ich auch bei den Tryouts, aber da wusste ich tatsächlich noch nicht, dass es Varsity und Junior Varsity gab. Ich dachte, es gibt nur ein Team und ich hatte da ehrlicherweise gar keinen Überblick. Deswegen haben die einfach bei den Announcements gesagt, heute sind die Tryouts und dann bin ich da halt hingegangen. Habe ich mich ein bisschen komisch gefühlt, weil ich nicht furchtbar gut in Volleyball bin, aber ich habe die meisten von den Sportarten noch nicht wirklich gemacht und Volleyball hatte ich wenigstens ein bisschen eine Ahnung, was passiert. Genau, aber bei Varsity war ich dann nicht gut genug, habe ich aber auch nicht erwartet, weil ich auch zu Hause nicht Volleyball spiele. Und dann bin ich aber tatsächlich ins Junior Varsity Team reingekommen, wo wir jetzt auch ein bisschen Wettkämpfe und sowas haben, aber eben nicht ganz so krass und die meisten auch nicht so gut sind. Und wir haben dreimal die Woche Training, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Meistens 2 Stunden lang, also das ist schon ein bisschen mehr, als ich gewohnt bin von so Training. Sportarten, die ich zu Hause mache, hatte ich meistens nur so 1 oder 2 Mal die Woche. Deswegen, ja. Aber das ist, glaube ich, bei den meisten Sportarten so, dass man 3 bis 4 Mal die Woche Training hat, außer es fällt irgendwie mal aus oder sowas. Genau, und meistens auch 2 Stunden lang, egal ob man jetzt in Varsity oder in Junior Varsity ist. Für Leute, die nicht so gerne Sport machen oder einfach das Gefühl haben, dass sie nicht gut genug sind für die meisten von den Sportarten, gibt es eben auch noch ganz viele Clubs. Ich bin im Student Assembly. Das ist zwar kein Club, sondern es ist eigentlich Schülerrat, aber es ist etwas weniger offiziell, weil wir nur die ganzen Aktivitäten planen, die hier so passieren. Da bin ich auch echt froh, dass ich da drin gelandet bin. Die hatten 2 International Spots und wir sind, glaube ich, 9 Internationals an unserer Schule. Dementsprechend war das ziemlich einfach, weil niemand anders da rein wollte, habe ich so gesagt, okay, kann ich machen. Und da bin ich echt froh, weil wir ziemlich viel schon geplant haben und ich auch echt viele Leute kennengelernt habe, mit denen ich jetzt auch in der Schule was mache. Und genau, also das ist echt cool, weil ich dementsprechend einfach automatisch zu Aktivitäten hingehen muss, weil ich von mir selber weiß, dass ich bei manchen, wenn meine Freunde nicht hingehen würden oder sowas, würde ich sagen, ja, nee, gehe ich jetzt nicht hin, obwohl es vielleicht eigentlich ganz cool geworden wäre. Und dementsprechend ist das echt praktisch, dass ich einfach gezwungen bin, dahin zu gehen und das auch alles vorzubereiten, fertig zu machen, was auch immer. Das ist schon echt cool. Es gibt auch noch ganz viele andere Clubs. Bei uns an der Schule hat das zwar nicht so gut geklappt, aber es gab eigentlich einen International Club. Da sind noch nicht so viele hingegangen, deswegen findet das jetzt nicht mehr statt. Und es gibt zum Beispiel den Key Club, da bin ich auch drin. Die machen einfach so Volunteering in unserer Stadt oder beziehungsweise der Community und haben dann einfach immer die gleichen Spots, wo sie dann Leute aus dem Club hinschicken, um eben Volunteering zu machen. Das ist eigentlich auch echt cool, um Leute kennenzulernen und halt vor allem was in der Community hier zu machen.
da bin ich auch froh, dass ich da war. Aber ich war jetzt bei den letzten Meetings nicht, weil die immer beim Lunch sind und ich manchmal kurz nach Hause gegangen bin, weil ich irgendwelche Sachen vergessen habe oder es einfach total vergessen habe. Aber es ist auf jeden Fall auch cool. Wir haben noch das Green Team. Da sind ein paar Freunde von mir drin. Die machen halt ganz viel für die Umwelt und sowas. Pflanzen Bäume und so weiter. Einfach nur so um die Schule rum. Genau, was gibt's noch? Ah ja, Gender Sexuality Alliance, glaube ich. Also GSA. Das ist einfach so. Die haben ganz viele unterschiedliche Leute in ihrem Club. Leute, die halt LGBTQ und so weiter unterstützen oder sich dazugehörig fühlen. Ich habe keine Ahnung, was sie in ihren Meetings machen, aber klingt auch ganz cool. Ich glaube, wir haben auch noch ein paar mehr Clubs, aber die Hälfte von denen habe ich auch schon wieder vergessen. Oh, noch mehr Katze. Er ist so süß. Ich liebe ihn. Ja, genau. Das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und abonniert doch gerne Kulturwerker auf YouTube, Instagram, TikTok und so weiter für mehr Videos oder Infos zum Thema Auslandsjahr.